Du schimmerst. Bist du betrunken? Stopp. Jo. Ist dir gerade dein Date geplatzt oder was? Gott ist auf unserer Seite. Und er duldet kein Duftwasser, das für schändliche Unzucht wirbt. Wollen Sie das oder Ihr Auftraggeber? Ich habe tatsächlich einen Auftraggeber. Diese Frau hat die Hölle verdient und Sie werden mir helfen, dass sie genau dahin kommt. Mann, musst du dich so anschleichen? Ich habe angeklopft. Cool, ist das von dir? Was willst du, Timo? Dich mit zum Strand nehmen, aufs Boot. An dir ein paar Tricks sein für Fortgeschrittene, wenn du willst. Danke. Ich glaube, diese Tricks kenne ich schon. Ja, Emilie und ich, wir wollen heute Abend so ein bisschen um die Häuser ziehen. Da hat so eine neue Bar aufgemacht im Hafen. Nichts Großes, ein bisschen trinken. Sollen wir dich um 7 abholen? Timo. Ja? Hau einfach ab. Dionysus macht Meter für Meter gut. Was ist das für ein kurioser Endspurt? Und wir sind jetzt erst auf der Zielgeraden. Aber Moment, irgendwas stimmt ja nicht. Dana Wolf scheint die Kontrolle über Dionysus zu verlieren. Oh mein Gott, sie stürzt! Hoffentlich kriegt Andi den Wackelkontakt bald in den Griff. Ich werde auf jeden Fall eine Taschenlampe bereitlegen. Dana? Alles okay mit dir? Rennen morgen. Ich schaff das nicht. Wenn du wüsstest, was ich manchmal für ein Mist träum. Danach wäre schon 100-mal die Welt untergegangen oder ich nackt durch die Fußgängerzone gelaufen. Danke. Ich weiß ja selber, dass das Quatsch ist. Du hast total kurzfristig erfahren, dass du jetzt doch antreten sollst. Und das Derby ist die Chance für dich. Ist doch klar, dass da deine Nerven blank liegen. Aber was, wenn ich es verbocke? An dem Rennen hängt so viel. Nicht nur für mich, sondern für das gesamte Gestüt. Das musst du jetzt aber ausblenden. Morgen auf der Bahn gibt es nur noch dich und Dionysos. Vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit. Die anderen Jockeys haben alle viel mehr Erfahrung. Und außerdem bin ich schon mal gestürzt. Dionysos und du, ihr seid ein super Team. Das ist dein Trumpf und den musst du dir zunutze machen. Dionysos ist anders. Du musst ihn auf der Zielgeraden einfach laufen lassen. Zeig ihm, dass du ihm vertraust. Kein Druck und keine Peitsche. Sorry, ich wollte euren Hollywood-Moment nicht stören. Und jetzt hopp. Heute ist die letzte Trainingseinheit. Oh. Okay. Okay. Das war echt gut, Trainer. Meinst du, ich hätte sagen sollen, dass Theresa für ihren Sturz verantwortlich war? Ich weiß nicht. Dana ist doch sowieso schon total durch den Wind. Du hast recht. Das muss jetzt bis nach dem Rennen warten. Also, Trainer, können wir? Sie hat dich abblitzen lassen, hm? Macht dich das glücklich, oder was? Keinesfalls, aber ich wusste schon immer, sie hat einen guten Geschmack. Wenn ich einfach nur wüsste, was ich diese Nacht verbrochen habe, ey.
Wenn ich mit einer Frau eine Nacht verbracht habe, wollen sie mich immer heiraten. Ist ja auch klar, aus Mitleid. Dich will sie nicht mal sehen, ist schon komisch, oder? Mann, ich habe mit ihr keine Nacht verbracht. Das weißt du. Eben, noch schlimmer. Was habe ich denn getan, ey? Willst du es wirklich wissen? Deine blöden Drogentussis haben mir das alles eingebracht. Wenn du irgendwas weißt, dann sag's mir wenigstens. Du hattest Schaum vor dem Mund. Ein irres Grinsen und hast die ganze Zeit geschrien. Ich kann es gar nicht nachmachen, es war so viel. Und dann hast du angefangen, dir die Kleider vom Leib zu reißen. Es war beängstigend. Und dann hast du Leonie gejagt. Woher willst du das so genau wissen? In meinem Kopf hat sich so abgespielt. In deinem Kopf? Den Kopf sehen. Geh lieber kochen. Ist nicht witzig, Emilio. Ich will in einer Stunde eine Videokonferenz mit der Rechtsabteilung. Du hast also noch ganz genau 59 Minuten, Rebecca. Doppelter Espresso? Na klar. Den können Sie gleich wieder mitnehmen. Wenn Ihnen Ihr Job lieb ist, lassen Sie den hier. Tanja, du hast eine kleine Tochter, die du stillst. Und Kaffee ist nun mal Gift für sie. Meinst du, eine gereizte und unausgeglichene Mutter ist besser für sie? Komisch. Ich dachte mir, das gehört zu deinem Charakter. Ja, das wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Sie können ja Kaffee kochen. Jessica, nehmen Sie den wieder mit. Ja? Ich störe euer kleines Familienidyll ja nur ungern, aber wenn ich euch daran erinnern darf, wir führen hier ein Unternehmen. Und das, was du mir über deine kleine Motorklitsche erzählt hast, das fand ich wenig erbaulich, diese Klage. Das ist nur ein Strohfeuer. Unsere Rechtsabteilung in New York kümmert sich darum. Das will ich hoffen. Wir selbst am besten meist haben wir jede Menge Geld in diese Kampagne gesteckt. Die Marktforschung besagt, dass Inzest in den USA ein Renner wird. Aber nur, wenn dir der Prozess nicht dazwischen kommt. Das ist eine kleine religiöse Splittergruppe. Ich glaube nicht, dass die es mit uns aufnehmen können. Weiß man denn eigentlich schon, wer dahinter steckt? Irgend so ein Reverend Cooper. Scheint so ein fanatischer Spinner zu sein, der überall das Fegefeuer wittert. Diese Leute haben da drüben jede Menge Einfluss. Wie gesagt, Ansgar, wir haben alles im Griff. Tanja, wenn dieses Zeug in den USA vom Markt genommen werden muss, kannst du deine Klitsche dicht machen. Ist dir das klar? Schon gut, alter Junge. War nicht deine Schuld. Zugegeben, ihr wart schon mal besser. Nett ausgedrückt, für das war die mieseste Zeit seit langem. Ja, aber jetzt lass dich davon nicht runterziehen. Ich meine, das ist wie beim Theater. Die Generalprobe muss richtig schief gehen, damit die Premiere gut läuft. Oder noch mieser wird. Was war denn los mit dir? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so eine Art Blockade. Es hat sich angefühlt wie mit angezogener Handbremse. Hat es was mit deinem Traum zu tun? Vielleicht ist das eine Art Warnung. Ich kann jederzeit wieder stürzen, zum Beispiel morgen beim Derby. Ach, du weißt, dass das total unwahrscheinlich ist. Wenn so ein Sattelgurt einfach so reißen kann, dann ist das ein Zeichen. Es gibt keine Sicherheit. Und auch wenn das total irrational und hysterisch von mir ist, mit so einer Blockade kann ich morgen nicht antreten. Dann jetzt beruhig dich mal wieder, da wird schon das nichts. Das Zeichen sagt, mir gib's auf. Versuch's gar nicht erst wieder, du hast sowieso keine Chance. Und selbst wenn du es versuchst, gibt's wieder eine Katastrophe. Es gibt kein Zeichen, okay? Der Sattelgurt ist nicht einfach so gerissen. Theresa hat ihn angeschnitten, um dich als Konkurrentin auszuschalten. Und? Erinner dich. Das hier ist der Tatort. Hier hast du der armen, unschuldigen Leonie irgendwas angetan. Es war schrecklich, wild, abstoßend. Jetzt reicht sie mir. Ich kann mich an nichts erinnern. Nada, niente. Ich weiß nicht mal, wo wir waren. Sag mal, spinnst du? Das soll helfen. Sag mal, hab ich hier einen Filmriss oder du? Weißt du was, ich gehe einfach zu Leonie und sag ihr die ganze Wahrheit. Dann kann sie mir erzählen, was passiert ist. Die Wahrheit? Klar, was dagegen? Sag einer Frau niemals die Wahrheit, okay? Was willst du sagen? Hey Leonie, tut mir leid für was auch immer, aber da waren zwei Touri-Mädels, die haben mich unter Drogen gesetzt. Ja, und jetzt kann ich mich an nichts mehr erinnern. Naja, wenn's so war, ich meine, ich kann ja nichts dafür. Ich kann mich an nichts mehr erinnern? Ist die blödeste Ausrede, die es überhaupt auf der Welt gibt. Das gibt eine endlose Diskussion. Was schlagen Sie vor, Dr. Sanchez? Totale Reue. Geh auf die Knie, flehe sie an. Und für was soll ich mich genau entschuldigen? Na, wenn das überhaupt jemand weiß, dann Leonie.
Aber es ist auch egal. Wenn du dich ordentlich entschuldigst, ist die Sache sowieso besser. Dana, ein Gutachten hat ergeben, dass dein Sattelgurt manipuliert war. Und Theresa, die hat's noch nicht mal versucht zu leugnen. Und weil du nicht zulassen konntest, dass dein kleines Bärtäschen böse auf dich ist, hast du einfach die Klappe gehalten. Nein, so war es nicht. Aber du warst verletzt. Und keiner wusste, ob du für das Derby überhaupt wieder einsatzfähig bist. Und ich brauch dir, glaube ich, nicht erklären, was das für das Gestüt bedeutet hätte, wenn wir keinen Reiter gehabt hätten. Ach, dann hast du also nur das Beste für uns alle gewollt. Na, schönen Dank auch. Ich verstehe ja, dass du sauer bist. Aber du musst mir glauben, ich habe einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst, es dir zu sagen. Als dein Spezialstiefel funktioniert hat, da wollte ich, aber dann kam Theresas Dopingversuch. Klar, weil sich die Psychopathin ja schön sicher fühlen kann, wenn du die Klappe hältst. Aber weißt du was? Du hast damit auch Dionysos in Gefahr gebracht. Wer wusste denn, dass sie noch mal so aufdreht? Meinst du, mir ist es leicht gefallen, das für mich zu behalten? Aber als dein Trainer, da wollte ich dich... Genau das ist das Ding, als mein Trainer. Du hast nämlich dabei nur an deine Karriere gedacht. Ich wollte dich schützen. Komm, du hast nur an dich gedacht. Nur an dich. Ihr seid noch gar nicht umgezogen? Wieso? Nein, die Pressekonferenz. Na dann aber flott, ich warte im Wagen. Dicke Luft. Ich geh mich mal umziehen. Lampenfieber. Thank you, gentlemen. Keep me posted. Gott, das ist eine Katastrophe! Oh, noch ist doch gar nichts entschieden. Sag mal, hast du gerade nicht zugehört? Wir wären nicht die Ersten, die über solche Fanatiker stolpern. Gott, wenn dieser Reverend Cooper und seine drei Anhänger Erfolg haben, dann wird Inzest gestoppt. Oder wir landen einen genialen PR-Coup. Und das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Dir ist nicht wirklich klar, worum es hier für mich geht, oder? Natürlich ist mir klar, dass dieses Projekt etwas Besonderes für dich ist. Als ich damals Lene Clarisse Lahnstein übernommen habe, da habe ich mir geschworen, Clarissa von Anstetten zu übertrumpfen. Und der Welt zu beweisen, dass sie nichts war als eine Stümperin im Gegensatz zu mir. Tanja, diese Frau ist tot. Findest du nicht, ist es langsam an der Zeit, loszulassen? Genau darin liegt doch der Spaß. Mir vorzustellen, wie sie sich im Grabe umdreht. Weil ich ihre Firma leite und ihr Lebenswerk zu meinem mache. Oh Gott, wenn ich jetzt versage, Sebastian, dann bin ich eine Lachnummer in der Branche. Ganz zu schweigen von meinem Stand im Gremium. Denk jetzt mal einen ganz kurzen Moment nach, ja? Was würdest du in einer solchen Situation zu mir sagen? Hör auf zu jammern und beweg deinen Hintern. Du hast recht. Ich muss nach New York und die Sache selbst in die Hand nehmen. Mit Emma? Ja, mit Emma. Ich still sie schon vergessen. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich das Beste. Besser, als wenn du hier alle in den Wahnsinn treibst. Ich verspreche dir auch, meinen Kaffeekonsum auf 2 Tassen zu reduzieren. Eine Tasse? Ja, okay. Und um das zu überprüfen, komme ich so schnell wie möglich nach. Also nochmals vielen Dank, Referent Cooper, dass Sie es so kurzfristig einrichten konnten. Meine Zeit ist knapp bemessen. Deswegen komme ich auch gleich zur Sache. Wie Sie sich sicherlich denken können, geht es um Ihre Klage gegen die Parfumkampagne unserer Tochterfirma. Ich habe dazu bereits alles gesagt bei einem eher unerfreulichen Treffen mit dieser Person. Sie meinen wahrscheinlich Tanja von Lahnstein. Ja, unter Stress kann die ein wenig ungeduldig wirken. Sind Sie hier, um sich für die Manieren Ihrer Mitarbeiter zu entschuldigen? Um Gottes Willen, verzeihen Sie. Aber als Chef von Lahnstein Enterprises muss ich natürlich wissen, woran ich bei Ihnen bin. Verschwenden Sie Ihre Zeit gern mit aussichtslosen Kämpfen? Wollen Sie mir die Klage ausreden? Wenn es so wäre, hätte ich eine Chance? Gegen Drohungen bin ich immun. Gegen Versuchungen auch. Beantwortet das Ihre Frage? Ein Mann mit Prinzipien. Wenn Sie wüssten, wie selten das heutzutage ist. Ich bin nur ein Werkzeug des Herrn. Ein solcher Kreuzzug ist nicht ganz billig. Sie haben doch sicherlich wohlhabende Glaubensbrüder, die Sie unterstützen. Sagen wir es mal so. Der Herr gibt's den Seinen im Schlaf. Und nicht zu knapp, würde ich denken. Wollen Sie mich bestechen, Graf Lahnstein? Warum nicht? Leute wie Sie werden in der Hölle brennen. Ich kann's kaum erwarten. Tja, na schön. Ich denke, Tanja von Lahnstein hat in Ihnen einen würdigen Gegner gefunden. Viel Spaß.
Ich hatte mich doch deutlich ausgedrückt. Niemand darf von unserer Verbindung erfahren. Warum rufen Sie mich an? Es gibt Neuigkeiten, die Sie bestimmt interessieren. Das hoffe ich. Sagt Ihnen der Name Ansgar von Lahnstein etwas? Mit dem hatte ich gerade ein kleines, nettes Gespräch. Tanjas Ex-Mann. Er wollte mich kaufen. Zumindest hat er so getan. Er will Tanja retten? Ich glaube, er wollte erst feststellen, wie ernst mir mein Feldzug wirklich ist. Und das Ergebnis hat ihm offenbar gefallen. Sieh mal einer an. Da gibt es also jemanden in Düsseldorf, der hat dieselben Interessen wie ich. Wer hätte denn das gedacht? Danke. Großartig. Leo, bevor du mich jetzt beschimpfst oder wieder rausschmeißt, hör einfach zu. Es dauert auch nicht lange, okay? Also ich weiß, dass ich Mist gebaut habe und... Ach, hast du das auch schon gecheckt? Ja, und... Ich will auch nicht lange drum herum reden oder versuchen, irgendwas zu erklären. Ich bin ein Riesentrottel und ich bin zu weit gegangen. Das kann man so sagen. Ja, weißt du, an diesem Abend, ich war irgendwie komisch drauf. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Es tut mir echt leid. Vielleicht kannst du ja irgendwie vergessen, was da passiert ist. Das war's auch schon, was ich sagen wollte. Ach so, und also, auch wenn du meine Entschuldigung nicht annimmst, vielleicht freust du dich ja darüber. Nur was Kleines. Timo? Hä? Dripping Animals in Barcelona? Ich dachte, das Konzert ist komplett ausverkauft. Oh, danke. Aber glaub bloß nicht, dass ich nicht mehr sauer auf dich bin. Nö. Tanja. Du wolltest mich sprechen. Ja, aber ich wollte ganz gern vorher noch mal die Zahlen checken. Hübsches Sümmchen, dass du da mit deiner Kampagne verplemperst. Sowas nennt man Investition. Sie wird sich rechnen, sobald Inzest den amerikanischen Markt erobert hat. Hm. Und wenn nicht? Ich habe deinen Referent kennengelernt. Netter Mann übrigens. Kann dich nicht ausstehen. Halt dich da raus. Ich fahre nach New York. Und zusammen mit meiner Rechtsabteilung mache ich diesen Typen fertig. Das kann sich hinziehen. In der Zwischenzeit entwickelt sich Lini Clarisse Lahnstein mehr und mehr zur Geldvernichtungsmaschine. Du weißt selber, dass das Blödsinn ist. Das sagst du. Ich dagegen muss im Sinne der Firma agieren. Tja, und da stellen sich mir natürlich verschiedene Fragen. Zum Beispiel, sollte ich die Kampagne stoppen, bevor sie noch mehr Geld verschlingt? Oder vielleicht sollte ich einfach Lini Clarisse Lahnstein ganz abstoßen? Schon allein wegen des zu erwartenden Image-Schadens. Was willst du? Tja, was hast du denn anzubieten? Lass mich mal nachdenken. Dein Körper vielleicht? Na, nach allem, was gewesen ist, vielleicht doch ein bisschen deprimierend. Ansgar, das ist mir jetzt echt zu blöd. Wie wär's denn mit deiner Stimme im Gremium in der Zeit, in der du in den USA bist? Warum sollte ich sowas Dämliches tun? Weil ich dann deine weltweite Inzestkampagne durchboxe. Und zwar unabhängig davon, wie der Prozess in den USA ausgeht. Mhm. Und wie bitteschön willst du da die Mehrheit bekommen? Das ist so eine simple Rechenaufgabe. Ich halte zwei Stimmen, Nico eine. Dazu kommt deine Stimme. Und dein treusorgender Ehemann wird doch sicherlich auch für dich stimmen, oder? Das macht dann 5. Mehrheit. Bisschen wackelige Mehrheit. Naja, wenn du natürlich eine bessere Idee hast, wie du deinen Hals retten kannst. Bitte. Jedenfalls bin ich zuversichtlich, dass wir morgen eine der vorderen Platzierungen erreichen werden. Eben weil der vielbeschworene Teamgeist bei uns nicht nur eine Worthülse ist. Danke, Graf Lahnstein. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann morgen bei der Siegesfeier. Was spinnt ihr eigentlich? Ich hab's Falsches gesagt. Hättest du mal irgendwas gesagt, anstatt hier die perfekte Imitation eines narkotisierten Hamsters abzugeben?
Dein Trainer hier übrigens auch. Aber glaubt ihr, ich merke diese Blicke nicht, dass ihr euch am liebsten an die Gurgel gehen wollt? Ja, wir sind vor dem Derby halt beide gestresst. Was seid ihr das, ja? Na, ratet mal, wessen berufliche Zukunft morgen auch auf dem Spiel steht. Aber ich reiß mich zusammen. Tut mir leid, Hagen. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn wir das morgen gewinnen wollen. Was macht die denn hier? Vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Christian. Du bist jetzt einfach mal ruhig, okay? So sieht man sich wieder. Ihr könntet wenigstens so tun, als ob ihr euch freut, schon für die Presse. Was soll denn das hier? Ich nehme auch am Derby teil, für das Team Dreeskornfeld. Und ich kann es kaum erwarten, an dir vorbeizuziehen, Bambi. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Leo, vergiss es einfach. Es kommt nie wieder vor, ich verspreche es. Ey, du schimmerst in 1000 Farben. Ich bitte. Du bist doch eh in mich verliebt. Springst du mich gleich wieder an und grabst mir unters Top? Du hast keine Ahnung, was du gemacht hast, oder? Leo, pass auf, bitte. Hör zu, also, da war ein Mädchen und die hat mir irgendein Zeug in die Cola getan. Und ich kann mich an nichts erinnern, wirklich. Ja, klar. Ey, du hast null Ahnung, was du gemacht hast. Laberst mich hier voll, von wegen es tut dir leid. Und morgen sagst du wieder, oh, ich kann mich an nichts erinnern. Weißt du, das ist echt die beschisseste Ausrede der Welt. Also ich brauch die nicht. Timo? Ich brauch die auch nicht. Natürlich ist mir mein Ausstieg aus dem Team Lahnstein schwergefallen. Der Chef dort ist wirklich sehr nett zu seinen Jockeys. Dieses Biest. Ruhig, Dana. Aber ich habe mich schließlich für ein professionelleres Umfeld entschieden. Da muss ich nicht mehr mit allen Mitteln um meinen Platz kämpfen. Wenn dann keine weiteren Fragen sind? Jetzt sollte ich denen mal erzählen, was es wirklich mit ihrer Karriereentscheidung auf sich hat. Das übernehme ich schon. Schöner Gedanke, sie bloßzustellen, aber wir haben keine Beweise für den Dopingversuch. Sie wird es so hindrehen, als wollten wir nur mit irgendwelchen Behauptungen eine Konkurrentin ausschalten. Warum wundert mich das eigentlich nicht, dass du das jetzt versuchst, unter den Teppich zu kehren, ne? Was ist hier eigentlich los? Na, was schon. Die beiden haben Angst vor der Niederlage. Wie kommt es eigentlich, dass du so schnell in einen neuen Rennstall untergekommen bist, hm? Ich hab's mir erschlafen, genau wie du. Naja, jedenfalls wünsche ich dir für morgen alles Gute. Verlogenes Miststück! Oh. Da will aber jemand mit allen Mitteln siegen. Zum Schlammkettchen geht es durch den Hinterausgang, Bambi. Riss sie zusammen, Dana. Oh nein, sieh mich nicht so an. Schrei mich an, beschimpf mich, ignoriere mich. Aber erspar mir diesen "Du bist die Mutter meiner Kinder"-Blick. Ich kann doch nicht anders. Sie steht dir einfach zu gut. Emma? Diese weiche Seite? Die bildest du dir ein. Warum glauben gerade eigentlich alle, sie könnten mich behandeln wie eine stilldemente Mutti, ja? Wer glaubt das? Was ist los? Ich will einfach, dass du begreifst, wie wichtig mir diese Kampagne ist. Tanja, was willst du mir sagen? Sebastian, ich bin gerade nicht in der Stimmung, Purzelbäume zu schlagen. Ich verliere gerade ein Jahrhundertprojekt. Ich gehe dann jetzt mal ins Büro. Da ist einiges liegen geblieben. Wir sehen uns zum Abendessen. Jetzt warte mal kurz. Ansgar hat mir angeboten, die Kampagne zu retten. Und was will er dafür als Gegenleistung? Mein Stimmrecht während meiner Abwesenheit. Also dieser Gremiumsvorsitz, der steigt ihm langsam zu Kopf. Wie hat er denn reagiert, als du abgelehnt hast? Tanja Nahl. Jetzt sag mir bitte nicht, du denkst ernsthaft darüber nach.
gesehen, Miri? Nee, keine Ahnung, wie es ist. Verstehe nicht, was mit Dana los ist. Will sie unbedingt im letzten Moment disqualifiziert werden? Theresa hat sie provoziert. Du warst doch auch auf 180, als sie da ihre Sprüche losgelassen hat. Ja gut, ihre arrogante Art hat mich auch geärgert, aber im Gegensatz zu Dana hatte ich mich im Griff und du hast auch nicht randaliert. Dana hatte einen guten Grund dazu. Jeder hätte in der Lage so reagiert. Ist ja wirklich nett, dass du sie verteidigst, aber es kann nicht sein, dass ich meine Jokette beim Pressetermin davon abhalten muss, auf ihre Konkurrentin loszugehen. Dana hat ja gerade erfahren, dass diese Konkurrentin für ihren Sturz verantwortlich ist. Ja, ganz tolle Strategie, Dr. Sanchez. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie peinlich das war? Gib mir doch nicht die Schuld für Dinge, die du verbockt hast. Ich wollte dir die Wahrheit sagen. Hast du ja auch, aber erst nachdem deine Lügen aufgeflogen sind. Das ist die schlechteste aller Strategien, mein Freund. Wenigstens weiß ich jetzt ungefähr, was ich verbockt habe. Du kannst dich nicht mal dran erinnern. Was für eine Verschwendung. Ich meine, warum tun wir Dinge, die wir tun? Das frage ich mich immer wieder. Ich habe ihr gesagt, dass sie schimmert. Wir tun es für unsere Nachwelt, ja. Wir tun es für unsere Ahnen. Ich werde irgendwann zwischen meinen 46 Enkeln stehen und sagen, seht ihr diese Frauen? Ich hatte sie alle und ich kann mich an jede verdammte Nacht erinnern. Sie hat mich nicht mal angeguckt. Das dauert seine Zeit. Ein, zwei gute Sommer und die Sache ist vergessen. Ach, hör auf, so lange? Vielleicht verzeiht sie dir nie. Aber ich bin auch unschuldig. Frauen sind ungerecht und nachtragend. Weißt du, was das Beste ist? Dass ich dich besuchen und sie immer beobachten kann, oder was? Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde kommen tausende neue, wunderschöne Frauen hier auf der Insel an. Und jetzt denk mal drüber nach. Emilio, ich brauche deine Hilfe. Bitte kein Wiedergutmachungsakt. Das klappt nur in schlechten Liebesfilmen. Das kann ja gut sein, aber dann habe ich wenigstens alles versucht. Los, komm. Jasmin. Du wusstest es schon vorher und hast mich nicht informiert? Ich hatte einen guten Grund dazu. Hättest du Theresa rausgeworfen, worauf du dich verlassen kannst, dann hätten wir aber keinen Jockey mehr gehabt. Und du weißt selber, wie schwer es ist, für Dionysos einen passenden Jockey zu finden. Das zu entscheiden wäre mein Job gewesen und nicht deiner. Wollt ihr was trinken? Mit Heißgetränken ist ein bisschen schwierig, weil der Sturm... Ja, danke, Miriam. Später. Das ist ein unverzeihlicher Vertrauensbruch. Ich war davon überzeugt, das Richtige zu tun. Nach dem Derby will ich dich nicht mehr vom Gestüt sehen. Du bist entlassen. Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Wenn ich du wäre, dann hätte ich mir schon längst irgendwas Nettes überlegt für diese Theresa. Ach ja? Du musst ja einen Schwachpunkt finden. Vielleicht eine Allergie gegen irgendwas. Und dann schmuggelst du dir was davon ins Essen. Jessica, sowas kann richtig gefährlich werden. Ja. Und wenn sie dann rot angeschwollen nach Luft japst, dann sagst du nur, zu viel Doping, meine Liebe. Willst du mal beißen? Ich darf vom Rennen nicht zunehmen. Zu blöd. Oder du schüttest ihrem Gaul Brechmittel ins Wasser und dann kotzt der Gaul die ganze Rennbahn voll. Jessica, nimm es mir nicht übel, aber ich muss mich jetzt wirklich ausruhen. Ah, Kreativpause, kenn ich. Muss eh noch was erledigen. Es tut mir so leid. Ich hatte doch keine Ahnung. Thank you.
es wirklich nicht fassen. Was, dass ich nicht tatenlos zusehe, wie Inzest den Bach runtergeht? Dass du es ernsthaft in Erwägung ziehst, Ansgar in seiner Machtgier zu unterstützen. Glaubst du eigentlich, mir macht das Spaß zuzusehen, wie diese Qualle sich immer weiter aufbläht? Dann lass es. Du musst das nicht tun. In ein paar Wochen haben wir die Klage dieser Spinner sowieso abgeschmettert. Dann ist der ganze Spuk vorbei. Ja, aber wenn sich da noch ein paar andere Spinner dranhängen und ich den US-Markt verliere, dann streicht mir das Gremium die Gelder. Tanja, es geht nicht immer bloß ums Geschäft. Wenn du dich auf Ansgars Seite schlägst, dann schadest du uns. Ach ja, wer ist denn uns? Wir. Hm? Mein Vater, meine Geschwister. In dieser Familie denkt jeder nur an sich und das ist auch gut so. Und Ansgar wartet nur darauf, uns alle kalt zu stellen. Ach, dann ruf doch alle an und erzähl von deiner Verschwörungstheorie. Wenn Ansgar die Mehrheit im Gremium kontrolliert, dann brauchen wir kein Gremium mehr, weil Ansgar dann immer recht hat. Verstehst du das denn nicht? Er wird unsere eigenständigen Geschäftsbereiche abwickeln oder unter seine Kontrolle stellen. Ja, davon träumt er. Bitte, ihr wisst doch, was Ansgar von uns hält. Für ihn leisten wir uns doch alle nur teure Hobbys auf Kosten von Lahnstein Enterprises. Er ist der größte Geldgeber im Gremium, also darf er mitspielen. Das war von Anfang an der Deal. Ja, aber er will mehr Macht und deshalb sammelt er eine Stimme nach der anderen. Warum seht ihr diesen Zusammenhang denn nicht? Sehr interessant, Sebastian. Lass dich nicht stören. Bitte. Er will, dass straffällige Mitglieder ausgeschlossen werden. Und zwei Tage später versucht, eine Jockett-Hagens-Pferde zu dopen. Was natürlich ich veranlasst habe. Line Clares Lahnstein wird verklagt. Tanja muss in die USA. Er bietet ihr Hilfe an. Wofür? Für ihre Stimme. Ganz zufällig. Sehr gefährlich. Wie viele Stimmen hätte ich denn dann? Drei? Vier? Verdammt noch mal, ich will einfach nicht, dass wir erst aufwachen, wenn es zu spät ist. Und er die Mehrheit hat. Tut mir leid, Sebastian. Ich muss jetzt wirklich los. Einen Moment, Helena, bitte. Sebastian, entspann dich. Das ist alles weder neu noch besonders bedrohlich. Und selbst wenn Tanja dauerhaft für Ansgar stimmen sollte, was mir an deiner Stelle eher schlaflose Nächte bereiten würde. Mehr Stimmen bekommt er nicht und das weiß er auch. Armer Sebastian, immer diese Ängste. Tanja, vielleicht solltest du ihn mal ganz lieb in den Arm nehmen und ganz doll drücken. Gib mir deine Stimme und du kannst deinen Nuttendiesel in jeden Winkel dieser Welt vertreiben. Sie dürfen Ihr Stimmrecht auf keinen Fall Ansgar übertragen. Warum sollte mich die Stimme einer Unbeteiligten interessieren? Weil er noch einen Trumpf in der Hand hat. Ich weiß es. Vergessen Sie alles, was Sie hier über Diskretion gehört haben. Ansgar hat noch eine Tochter. Was? Sie ist über 18 und damit stimmberechtigt. Es ist Kim Wolf. Werden, bin ich genauso dran wie du auch. Also spuck's doch endlich aus. Die Mission ist brandgefährlich. Du weißt, was du wissen musst. Das reicht. Und wenn ich keinen Bock drauf habe? So. Ich könnte natürlich alles sagen, aber dann müsste ich dich umbringen. Wie bei den Russen. Ja, bist so ein Spacko, weißt du das? Hallo, Leonie. Hi. Geht's dir gut? Du warst gerade vorhin gar nicht beim Essen. Bin ich so ein Fan von... Wohnleinsatz. Genau. Sollen wir was essen gehen? Vielleicht ein andermal. Ich will noch an meinem Song basteln. Mir ist da gerade noch ein bisschen was eingefallen. Aber sonst ist alles in Ordnung bei dir? Klar. Du beeil dich mal. Ich glaube, ich habe da was gehört. Noch eine Sekunde. Soll ich Sie daran erinnern, was passiert, wenn wir versagen, Agent? Hä? Probleme mit den Jungs? Nein, eigentlich nicht. Aber? Ach, Jungs, die sind so primitiv. Alle. Wird es irgendwann besser, wenn sie älter und erwachsener werden? Ja, eigentlich nicht. Wir verstecken es nur ein bisschen besser. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich der Grund, warum du so sauer bist auf Timo? Außer, dass er nervt. Tut mir leid.
dass ich die Situation so falsch eingeschätzt habe. Die haben ja auch ein paar entscheidende Informationen gefehlt. Ich hätte mir vielleicht denken können, dass du nicht ohne Grund so ausrastest. So eindeutig würde ich das nicht sagen. Ach, der Herr Chef. Dana so hängen zu lassen, das war wirklich das Letzte. Jessica, wir haben das geklärt. So. Na, dann ist ja gut. Aber dass das nicht nochmal vorkommt, Boss, ne? Sorry. Das ist halt Jessica. Ja, wenn sie recht hat, hat sie recht. So. Und jetzt brauche ich dringend frische Luft. Okay. Damit ich morgen fit bin, damit dieses Biest nur noch Dionysos Hintern zu sehen kriegt. Bei so einer Konkurrentin macht's richtig Spaß zu gewinnen. Ich habe Theresa gerade bei der Polizei angezeigt. Aber ohne Beweise. Das fällt dir aber früh ein. Ich habe das wirklich gut gemeint, das musst du mir glauben. Wir sind doch wirklich ein gutes Team. Das waren wir. Bevor du angefangen hast, mich anzulügen. Ich hab. Und wehe, du tauchst morgen beim Derby auf. Ich will dich nämlich nicht mehr sehen. Wir sollten gerade durch die besten Bars Palmas jagen, anstatt hier rumzuhängen. Naja, dann mach das doch. Sag mal, was hast du noch mal zu Leonie gesagt, dass du in deinem Dusel warst? Dass sie schimmert. Dass sie schimmert. So einen Schwachsinn habe ich ja noch Nina Braut erzählt. Kein Wunder, dass sie so auf dich ist. Mach noch mal zurück. Auf dem Bild schimmert sie wirklich ein bisschen. Wofür machst du es noch mal? Das wird mein ganz persönliches Video zu Leonies Song. Ach, und dafür nimmst du Handyclips von uns und schneidest das zusammen? Mhm. Wenn's gut wird, dann stelle ich's ins Internet. Ja, klar, ich meine, selbstgebastelte Geschenke sind eh das Beste. Ich habe mal, als ich ein kleiner Junge war, meiner Mama ein Papaya-Männchen gebastelt. Die war ganz aus dem Häuschen. Ich habe die noch nie gesehen, dass sie so happy war. Ein Papaya-Männchen? Aber Emir, das ist doch kein Papaya-Männchen. Sag mal, das ist vielleicht Leonies großer Durchbruch als Künstlerin. Klar. Ich würde das hier. Mal, willst du nicht ein paar Pizzen holen? Ich habe noch ein paar kreative Ideen. Ich meine, ich will dir nur helfen. Hm, ist ja schön. Ja, aber das ist mein Papaya-Männchen. Tschüss. Tonno wie immer? Mhm. Tonno wie immer. Tanja, ich habe dich schon erwartet. Und etwas vorbereitet. Da ich ja weiß, dass man sich auf diese Familie verlassen kann, aber wenn es darum geht, einen im entscheidenden Moment hängen zu lassen, sind sie die Besten. Hm? Aber wer hätte gedacht, dass wir beide uns noch mal so einig sein würden? Naja, wer so überzeugende Argumente hat. Dabei hat Sebastian wirklich alles versucht, aber manchmal reicht's eben nicht. Diese Selbstsicherheit, mit der du auftrittst, so ganz ohne Arroganz. Die harte Schule des Lebens. Aber wenn du möchtest, kann ich mich ein bisschen um Sebastian kümmern, während du in Amerika bist. Hm, nicht nötig. Er kommt ganz gut allein klar. Schade. Ich dachte, ich könnte ihm noch das eine oder andere zeigen. Er hat immer diesen angestrengten Tonfall, findest du nicht? Was soll das? Ich stelle mich nicht auf die Seite von Verlierern, und das weißt du. Tanja, nach dir.
diesem Flop bist du in der Branche erledigt. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich werde dafür sorgen, dass Inzest ein Erfolg wird. Und wenn ich meinen letzten Cent dafür opfern muss. Na schön. Dann komm aber nicht angekrochen, wenn du pleite und einsam bist. Pleite bin ich dann vielleicht. Aber nicht allein. Im Gegensatz zu dir. Schlaf gut, meine Kleine. Ich hab dich lieb. Na? Den Pakt mit dem Teufel in trockene Tücher gebracht? Wie schön unsere Tochter ist. Und so unschuldig. Ja, das hat sie von dir. Die Schönheit, meine ich. Bist du sauer? Die Schafe hören nicht mehr auf den Hirten. Sie wollen zum bösen Wolf. Ich sag's wirklich nur ungern, Sebastian, aber für einen Lahnstein bist du ziemlich gut gelungen. Ah ja? Mhm. So gut, dass ich manchmal sogar meine Prinzipien für dich über Bord werfe. Zum Beispiel? Dass das Geschäft immer Vorrang hat. Du meinst, du hast Ansgars Angebot gar nicht angenommen? Wie er so da saß, wie eine fette, schmierige Kröte. Ich konnte einfach nicht. Denk aber nicht, ich werde weich. Ach, niemals. Wenn Ansgar meint, er könnte mit seinem Balg schalten und walten, wie er will, dann hat er sich getäuscht. Ich werde es verhindern. You look.